Letzter Klausurtag der Freien Wähler. Abschluss Pressekonferenz. Das Medieninteresse ist groß. Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger ist aber nicht nur deshalb zufrieden. Es war eine sehr fruchtbare Klausur in bester Stimmung. Wir liegen ja in Umfragen bei 10% und haben gute Aussichten, ab 2013 in Bayern noch mehr als bisher mitzubestimmen, was passiert. Das ist auch dringend nötig. Dringend nötig, zum Beispiel beim Thema Energie. Am letzten Vormittag haben die Freien darüber beraten, wie die Energiewende am besten umgesetzt werden kann. Thorsten Glauber ist der energiepolitische Sprecher der Fraktion. Wir wollen eine Stärkung der Genossenschaftsmodelle, denn unsere Bürgerinnen und Bürger in Bayern sind für die Energiewende fit, unsere Kommunen sind fit und sie sollen die Energiewende tragen. Die alles beherrschende Frage am letzten Tag war aber, wie halten es die Freien mit möglichen Koalitionspartnern? Die Freien Wähler gelten als die Königsmacher bei der nächsten Landtagswahl. CSU oder Rot-Grün, da gibt es aber noch einigen Klärungsbedarf. Zum Beispiel bei der Frage nach der dritten Startbahn am Münchner Flughafen. Meine Meinung und die Meinung der Fraktion, dass das also bei uns ein derart wichtiger Punkt ist, dass wir also nicht eine Koalition machen mit Parteien, die also diese dritte Bahn mit aller Macht befürworten. Wir sind Freie Wähler. Wir können im Notfall mit jedem, aber wir orientieren uns an der Sachpolitik und die wird am letzten Endes dann auch entscheidend sein. Ich bin der Meinung, wir sollten wenn der BR liegt, ist auch über die Verteilung vom Feld nachdenken. Insofern können wir da ganz entspannt damit umgehen. Ich finde es ganz wichtig, dass der Druck auf die Staatsregierung sehr hoch ist. Auch der Fraktionschef schwankt nicht bei diesem Thema. Ja, es ist ja momentan die Gretchenfrage, würden die Freien Wähler lieber mit der CSU oder mit Rot-Grün zusammenarbeiten, sofern es dazu kommen sollte. Wir geben dazu dieselbe Antwort wie immer. Es geht uns um die Inhalte. Wir wollen zunächst mal stark genug werden, um überhaupt ein möglicher Koalitionspartner sein zu können. Und dann geht es darum, unsere Themen zu definieren. Nein zur dritten Startbahn, Stärkung des ländlichen Raums, bessere Bildungspolitik, Unterstützung der Hausärzte. All das ist umzusetzen und dafür kämpfen wir. 2 Jahre haben die Freien Wähler noch Zeit bis zur nächsten Landtagswahl. Die zweite Halbzeit hat schon begonnen.